Hallo und willkommen zu einem neuen Video von mir. Der Tag der Tage ist gekommen. Es geht heute nach Südafrika. In einer Stunde ungefähr fahren wir los zum Kölner Flughafen und dann fliegen wir gegen 17.50 Uhr los. Ja, wir sind schon ganz gespannt, können es aber, glaube ich, beide noch nicht so richtig realisieren. Ja, es wird, glaube ich, echt eine sehr, sehr coole Zeit, richtig aufregend. Ich bin mal gespannt, ob alles klappt heute. Ich hoffe es natürlich. Wir mussten ja vor 2 Tagen jetzt auch noch einen PCR-Test machen. Die sind beide zum Glück negativ. Wir haben unsere Koffer jetzt soweit eigentlich fertig gepackt. Das hier ist meiner. Der sieht irgendwie jetzt gerade recht klein aus, aber das ist so ein, ja, nicht so ein riesiger, riesiger Koffer. Zum Beispiel meine Schwester den da. Der ist natürlich viel größer. Ja, wir haben jetzt soweit alles gepackt und dann fahren wir so ungefähr in 1,5 Stunden hier bei meiner Wohnung los zum Kölner Flughafen. Richtig aufregend. Scheiße. Ja. Keine Ahnung, was will er denn hier? Wir haben den Koffer zubekommen. Haha, mit Ach und Krach. Und ich habe noch eine Sportleggings rausgenommen. Genau. Und das hier ist übrigens mein Handgepäck. Ich habe extra einen etwas größeren Rucksack jetzt genommen. Also der ist echt schon groß. Da passt gut was rein, damit wir den auch für unterwegs dabei haben. Und weil mein Koffer ja nicht der größte ist, also schon groß, aber wenn ihr das mal seht, hier, das ist so der Vergleich. Meiner ist halt ein bisschen kleiner, weil ich mir dachte, wenn wir uns ein Auto mieten und die Koffer beide reintun müssen, dann passt das vielleicht besser so. Wir werden sehen. So, wir sind jetzt soweit ready. Ich trage auch heute wieder meinen klassischen Travel-Jumpsuit, Onesie, wie auch immer. Und ja, wir fahren jetzt gleich mal los. Nur noch Schuhe anziehen, Jacke und dann sind wir soweit fertig. So, wir sitzen jetzt hier gerade am Gate. Auf so einer Stange, wie so Opfer. Alle Plätze sind schon besetzt hier. Ja, es sollte jetzt langsam mal losgehen. Wir fliegen jetzt ja erstmal nach Istanbul und haben dann noch so ein bisschen Aufenthalt. So, ich melde mich zurück. Wir sind in Istanbul gelandet. Ja, wir sind tatsächlich nur 3 Stunden geflogen. Wir haben hier eine Zeitverschiebung von 2 Stunden. Wir waren voll verwundert erst. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch ein paar Stunden, ich glaube 2 oder 3 Aufenthalt hier. Wir versuchen gerade so ein bisschen ins WLAN reinzukommen. Ja, mal sehen. So, auf geht's ins nächste Flugzeug. So, wir sind nach langem Hin und Her in unserem Airbnb angekommen. Das war gerade echt unten ein Problem an der Rezeption. So sieht das hier aus. Ja, die Toilette war schon so offen, nicht wundern. Ja, ich sehe echt auch ziemlich fertig aus, aber das ist so crazy. Schaut mal, hier kann man durchs Bad ins ganze Zimmer gucken. Hier ist so eine Glasfront. Richtig nice. Dann geht es hier weiter mit dem Bett. Hier haben wir einen Fernseher und dann noch so einen kleinen Schreibtisch. Hier ist dann rechts eine Küche. Und noch so eine Sitzecke. Ja, wir haben aber auch nicht vor, länger als 2 Tage zu bleiben. Also wir haben für 2 Tage gebucht. Das hier ist unsere Aussicht. Crazy. So, ich sehe sehr fertig aus. Wir sind endlich angekommen in unserem Airbnb nach echt ein paar Problemen, die wir hatten, seitdem wir hier angekommen sind. Also wir sind so ungefähr um 11:30 gelandet, also mittags. Und ja, haben dann erstmal unsere Koffer geholt. Das war auch erstmal alles gar kein Thema. Und dann mussten wir natürlich sehen, wie wir zu unserem Airbnb kommen, weil das nicht direkt in Johannesburg liegt, also nicht direkt im Zentrum, weil es da eben nicht ganz so sicher sein soll. Und deswegen haben wir uns den Stadtteil Sandton ausgesucht und hier ein Airbnb gebucht. Aber das ist eben schon ein bisschen weiter weg. Und deswegen habe ich dann einen Uber gerufen. Der Typ ist aber einfach am Flughafen an uns vorbeigefahren, hat nicht mal gewartet, gar nicht mal geschaut. Keine Ahnung, mega komisch.
Und wir hatten ja auch nicht wirklich Internet. Also aktuell funktioniert unsere SIM-Karte noch nicht. Wir haben die jetzt gerade quasi aktiviert, aber wir wissen nicht, ab wann die funktioniert, weil da stand halt, es kann sein, dass es bis zu 24 Stunden dauert, bis sie dann läuft. Und dementsprechend hatten wir halt kaum Internet und konnten auch wirklich nicht viele Regeln. Ich habe dann einfach schnell uns ein Uber gebucht und mehr war eigentlich auch gar nicht drin mit den letzten mobilen Daten, die wir hatten. Und am Flughafen haben wir auch irgendwie uns nicht ins WLAN einloggen können. Also es war echt problematisch. Deswegen richtig wichtig, das irgendwie mit der SIM-Karte und so früh genug zu klären. Wir dachten ja auch, wir haben es früh genug geklärt. Ich hatte auch angegeben, dass wir halt eigentlich dann ab dem 4. März, das war ja gestern schon, die nutzen wollen. Aber naja. Dann ist er an uns vorbeigefahren, wir mussten ein zweites Uber rufen, der ist dann ja angekommen und hat uns zu unserer Unterkunft gebracht. Das ist irgendwie so ein riesiger Gebäudekomplex hier, das ist ja wie so ein Hotel mit ganz vielen kleinen Apartments drin und ja, da hat es dann irgendwie auch nicht so richtig mit dem Check-in funktioniert, mit der Buchung, keine Ahnung, was da auch schon wieder schief gelaufen ist, aber naja, long story short, wir sind jetzt auf jeden Fall endlich in unserem Airbnb angekommen und haben jetzt auch endlich WLAN, sodass wir ja so ein bisschen ins Internet gehen können. Wir müssen natürlich jetzt auch schauen, wie wir uns hier versorgen, müssen eigentlich gleich mal in den Supermarkt und ohne WLAN oder Internet funktioniert halt irgendwie gar nichts, haben wir dann auch festgestellt. Ja, wir sind froh, dass wir jetzt WLAN haben. Das hat nämlich auch ein bisschen gedauert, aber ja. Wir sind auf jeden Fall gut angekommen und hoffen, dass es jetzt bergauf geht. Und ja, das Wetter lässt ein bisschen zu wünschen übrig tatsächlich. Ist nicht ganz so gut, aber naja, mal sehen. Zumindest ist das Airbnb hier richtig schön. Gerade das Bad ist echt mega cool. Also das hatte ich ja eben schon kurz gezeigt. Ja, also ist schon irgendwie was Besonderes, dass man hier so voll durchschauen kann. Und das hatte man alles auch gar nicht auf der Seite von Airbnb gesehen, dass es so aussieht. Ja, und dann haben wir hier halt ein Bett, Fernseher, unsere Küche. Und das hier ist dann die Aussicht. Wir sind im 10. Stock tatsächlich. Und ja, schon nicht schlecht. Gerade ist das Wetter tatsächlich wieder ein bisschen besser. Also es hatte eben geregnet. Ich glaube, es sind so um die 22 Grad. Also von der Temperatur her, da kann ich gar nichts sagen. Aber ja. Regen ist natürlich nicht so unbedingt schön, aber wir gehen jetzt trotzdem gleich mal raus in ein Einkaufszentrum hier in der Nähe. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen ausstatten, lebensmitteltechnisch und so. So, wir sind jetzt hier gerade dabei, ein bisschen was zu kochen. Wir wollten uns so Wraps machen. Ja, wir haben uns ein bisschen erholt. Ich erzähle, denke ich mal, morgen darüber genau. Aber ja. Wir haben ja heute bisher eigentlich nur so richtig gefrühstückt. Guten Morgen und willkommen zurück. Wir sind ausgeschlafen und quasi wieder unter den Lebenden, haben uns eben auch schon mal schnell fertig gemacht. Es ist jetzt ungefähr 10 Uhr und ja, ich glaube, wir haben uns in der letzten Nacht so ein bisschen erholt von der Müdigkeit, die wir gestern hatten und auch von den kleinen Problemchen und starten jetzt quasi so richtig in unseren Südafrika-Trip. Wir haben jetzt gleich vor, so ein paar Autovermietungen hier in der Nähe abzuklappern. Heute ist zwar Sonntag, aber wir müssen mal gucken, also so ein paar habe ich auf Google Maps gesehen, haben trotzdem offen. Wir wollen nämlich am liebsten schon direkt morgen einen Mietwagen uns holen für 2-3 Tage. Wir würden nämlich gerne in den Krüger Nationalpark fahren, der ist hier so ungefähr 300-400 Kilometer entfernt. Ist schon eine Strecke, aber das ist mit dem Mietwagen halt gut erreichbar. Und Johannesburg ist eben oft ja, der Startpunkt für die Fahrt zum Krüger Nationalpark und wir würden das eben auch gerne sehen, weil er ja so bekannt ist. Deswegen müssen wir mal gucken und wir hoffen natürlich, dass das klappt. Und danach haben wir vor, hier in die City zu fahren, in Johannesburg, uns da so ein bisschen umzuschauen. Wir haben da so ein paar Punkte und Orte, die wir gerne sehen würden. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Kamera mitnehme. Ja, ich habe viel gelesen und gehört, dass das hier ja so ein bisschen schwierig sein soll, gerade wenn man oft das Handy rausholt und keine Ahnung, so Wertsachen viel in der Hand hat, weil die Kriminalität hier ja so ein bisschen höher sein soll. Ja, muss ich mal gucken. Ich werde vielleicht so ein paar Eindrücke filmen, eventuell auch mit dem Handy dann nur, aber wahrscheinlich nicht mich hier die ganze Zeit so filmen. Genau, aber ich denke, das reicht ja dann. Und ja, das machen wir jetzt erst. So, wir machen uns auf den Weg. Wir sind soweit ready. That's my outfit. Und
jetzt gucken wir mal nach so ein paar Mietwagenunternehmen. So, wir sind schon mal einen Schritt weiter. Wir konnten tatsächlich ein Auto mieten für morgen. Ja, und jetzt rufen wir uns mal ein Uber. So, wir sitzen jetzt gerade in einem Café in Rosebank und trinken hier unsere Granitas, die mega nice aussehen. Ja. Und genießen ein bisschen hier die Ruhe. So, wir sitzen hier gerade noch in der Sonne in Rosebank, haben jetzt gerade noch was getrunken und gegessen und jetzt fahren wir zum Nelson Mandela Square. Das ist sowieso wieder in Richtung Sandton. Ich glaube, das ist sogar dort. Und ja. Ist auf jeden Fall mega schönes Wetter, wie ihr seht. Ich werde hier von der Sonne angestrahlt. Richtig, richtig schön. So, wir sind auf dem Rückweg, haben hier gerade einen Vogel noch entdeckt. Und ich dachte einfach eben, sitzt eine Katze, ich dachte eben, das wäre ein Affe. Oh Mann. Naja, wir gehen jetzt mal weiter. Hoffentlich nicht mehr ganz so weit. Und die Sonne ist so schön. Gerade voll das schöne Licht. Man erkennt hier total den Unterschied tatsächlich zwischen Arm und Reich auf einem Fleck. Das ist irgendwie echt crazy. Also auf der einen Seite ist es halt echt so, dass gerade hier in Sandton auch Leute betteln, an der Straße stehen und halt quasi nichts haben. Und auf der anderen Seite so krasse Autos hier langfahren. Ja. Wir sind zurück im Airbnb und sehen hier gerade so halb den Sonnenuntergang. Leider sehen wir die Sonne nicht so komplett, aber ja, die Aussicht ist echt so, so schön. So sieht das aus, wenn man nach unten schaut. Wir sind ja im 10. Stock, hatte ich glaube ich auch schon gesagt. Genau. Crazy. Hallo, meine Schwester ist gerade duschen und ich dachte, ich nutze die Zeit jetzt einfach mal, um ein bisschen vom Tag zu berichten. Ja, wir haben heute Morgen dann eine Autovermietung erreicht. Also wir sind so ein paar, ich weiß gar nicht, wie lange sind wir gelaufen, 10 Minuten oder so. Und ja, wir konnten uns dort tatsächlich dann auch direkt ein Auto reservieren für morgen, sodass das alles klappt. Wir fahren dann morgen, ja, circa 4 Stunden in den Krüger Nationalpark. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Hier fährt man ja auf der anderen Seite. Ja, das ist jetzt quasi auch so richtig mein erstes Mal dann. Ja, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Hauptsache, wir kommen in den Krügerpark. Genau. Und danach waren wir in Maboneng. Das ist ein Künstlerviertel hier in Johannesburg. Allerdings hatten wir da so ein bisschen, ja, so das unwohle Gefühl. Wir wurden total viel angestarrt und uns wurde hinterhergepfiffen. Wir wurden von allen Seiten angesprochen, also gerade von männlichen Afrikanern. Und das war halt irgendwie so ein bisschen... ja, zu viel, glaube ich. Deswegen sind wir da nicht ganz so lang geblieben. Wir sind dann danach mit dem Uber nach Rosebank gefahren. Ja, der Uberfahrer hat uns halt auch gesagt, dass der Stadtteil so ein bisschen sicherer ist. Sandton ist wohl der sicherste Stadtteil hier in Johannesburg, hat er uns erklärt. Und das ist gut für uns, weil genau hier ist unser Airbnb. Ich weiß nicht, was mit dem Fokus ist. Keine Ahnung, tut mir leid, dass das jetzt immer so ein bisschen hin und her geht. Aber ich weiß nicht, woran es liegt. Naja. Auf jeden Fall waren wir dann in Rosebank, haben uns da so ein bisschen umgeschaut. Oben war, also da war so eine Mall, ganz oben im 4. Stock war so ein Market. Ich hatte da auch so ein bisschen was gefilmt. Der ist wohl immer sonntags und ja, eigentlich sind wir da hingefahren tatsächlich, um eine Sightseeing-Bus-Tour zu machen, so eine Hop-on-Hop-off-Tour. Allerdings finden die sonntags nicht statt, ja. Aber wir haben uns da trotzdem die Zeit vertrieben und haben uns dann noch in einen Café gesetzt, ein bisschen was getrunken und gegessen. Und danach sind wir dann wieder mit dem Uber weitergefahren, zurück nach Sandton und zwar zum Nelson Mandela Square.
Ja, das war richtig schön da. Da hat so eine Sängerin gesungen, eine afrikanische, und nebendran hat noch jemand Keyboard gespielt. Das ist, war irgendwie voll die coole Atmosphäre und so ein paar Leute haben getanzt. Das war einfach so, ja, fand ich echt cool. Und die Sonne war auch so schön am Schein und dann, ja, sorry für die Hintergrundgeräusche, ist die Dusche. ja. Dann genau, sind wir da noch in die Mall gegangen, die übrigens total riesig war. Also da gab es so viele Geschäfte, das war wirklich crazy. Ja, und haben uns da dann danach auch noch kurz hingesetzt und sind dann zurück zum Airbnb gelaufen. Das waren dann ungefähr noch so 10, 15 Minuten, also war eigentlich echt dann gut erreichbar. Ja, also der Tag war heute auf jeden Fall schon um einiges besser als der gestern. Gestern haben wir ja auch nicht viel Zeit gehabt, um irgendwas uns hier anzuschauen. Deswegen das schon mal sehr gut. Ja, und was wir halt sagen können, also wir werden hier halt wirklich mega viel angeschaut. Nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Also das ist echt crazy und da fühlt man sich dann halt manchmal auch einfach so ein bisschen unwohl und beobachtet. Das war wirklich heute gerade in Maboneng heute Morgen, das war echt teilweise ein bisschen kritisch. Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Es ist jetzt, ich schätze, so kurz nach 9, ich weiß es gar nicht genau. Wir haben eben gefrühstückt, unsere letzten Sachen gepackt, denn heute geht es ja weiter in die nächste Unterkunft. Wir fahren zum Krüger Nationalpark und holen jetzt gleich das Auto ab, hier in der Nähe bei der Autovermietung. Und ja, dann fahren wir Richtung Krügerpark. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Das ist mein erstes Mal links fahren, also hier ist ja Linksverkehr. Und ich bin mal gespannt, ob wir das so meistern werden, aber ich hoffe natürlich, wir denken positiv und wie gesagt, wir haben eben unsere letzten Sachen hier in die Koffer reingepackt, müssen jetzt hier gleich auch auschecken und dann haben wir in der Nähe des Krügerparks, also ich glaube im Norden, so eine Lodge quasi uns gebucht und auf den Bildern sieht es auf jeden Fall mega, mega schön aus. Ich bin wirklich richtig gespannt. Und ja, der Krüger Nationalpark ist ja wirklich so eine richtig, ja, bekannte Attraktion hier in Südafrika. Ich glaube, das ist auf jeden Fall der größte Nationalpark in Südafrika. Und ja, da werden wir uns jetzt mal so ein bisschen umschauen. Morgen machen wir auf jeden Fall so eine Tour schon ganz früh morgens. Der Park öffnet ja, glaube ich, schon um 6 Uhr oder 6.30 Uhr oder sogar noch früher. Also auf jeden Fall zwischen 5.30 Uhr und 6.30 Uhr, also richtig, richtig früh. Und der Krüger Nationalpark ist tatsächlich auch dafür bekannt, dass man die sogenannten Big Five sehen kann. Also das sind Elefanten, Löwen, Leoparden, Büffel und Nashörner. Und ich drücke uns ganz fest die Daumen, dass wir die auch alle sehen werden. Das wäre mega, mega cool. Und wir machen uns jetzt gleich mal auf den Weg. So, wir checken jetzt mal aus unserem Apartment aus. Und dann melde ich mich im nächsten Video wieder. Genau, bis dann. Tschüssi.